Hey Leute und willkommen hier auf meinem Beauty-Kanal. Ich habe mal wieder eine neue BH Cosmetics Palette und zwar diese hier. Das ist die Love in London Palette und normalerweise mache ich nur einen Look, aber ich dachte mir, heute mache ich mal was anderes und zauber für euch zwei Looks, nämlich einen Tages-Make-up-Look, den ich übrigens gerade schon trage. Also das ist der Look, den ihr als erstes sehen werdet für diejenigen, die ein bisschen was Softeres mögen. Und als zweites habe ich einen krassen, intensiven, ja, Night-Out-Make-up-Look. Und dafür verwende ich diesen wunderschönen, dunkelblauen Ton in der Palette. Ja, also wenn ihr Bock drauf habt, meine zwei Looks mit der Palette zu sehen, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir starten mit dem Alltagslook und dafür nehme ich als erstes die Farbe Big Ben. Die werde ich mir einfach in die Crease geben und das Ganze erstmal so ein bisschen vorbereiten, ein bisschen aufwärmen. Ich finde, das ist auch die perfekte Farbe für die Crease. Die hat so was Schönes, ja, Peachiges irgendwie, was leicht Korallfarbenes, also total schön. Ja, die Farbe Big Ben gebe ich mir auf jeden Fall auch auf den unteren Wimpernkranz. Als nächstes nehme ich mir die Farbe Piccadilly und diese tupfe ich vorher so ein bisschen hier ab, weil die wirklich eine sehr, sehr gute Farbabgabe hat und ich das nicht zu dunkel möchte. Und die trage ich mir erstmal hier außen auf und hier innen. Die Mitte lasse ich hier so ein bisschen frei, weil ich hier meinen Schimmerton drauf geben möchte. Ich möchte so ein schönes, sanftes Halo Eye machen. Mit der Farbe Big Ben verblende ich das Ganze dann wieder. Hier ganz außen versuche ich es ein bisschen dunkler zu machen und hier innen. Und hier nach innen lasse ich es eben so ein bisschen auslaufen, damit es hier ein bisschen sanfter wird. Ja, für den inneren Part und fürs Zentrum werde ich die Farbe Lolli nehmen. Die ist so unglaublich schön und so gut pigmentiert. Also die haftet auch wirklich pur mega gut auf dem Auge, ohne dass man das ansprühen muss oder sowas. Und es ist so ein zarter, silbriger Roséton. Hammerschön für den Alltag, finde ich. Und den tupfe ich mir hier einfach aufs Zentrum. Oh. Also seht ihr, wie gut der pigmentiert ist? Mega schön. Bei der Farbe Piccadilly muss man immer so ein bisschen zurückgehen, es nochmal auftupfen, nochmal verblenden, weil man das so ein bisschen wegverblendet. Aber ja, es klappt trotzdem ganz gut. Also man muss ein bisschen aufpassen. Und die Farbe Piccadilly werde ich mir jetzt hier auch unten am Wimpernkranz auftragen, aber auch wirklich nur sanft, damit es nicht zu krass smoky wird. Also für den Alltag finde ich es dann manchmal nicht ganz so passend. Das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ja, und um den Augen-Make-up-Look jetzt noch abzuschließen, werde ich natürlich noch meinen Inner Corner highlighten. Das darf natürlich nicht fehlen. Und dafür werde ich die Farbe Cheeky nehmen. Das ist dieser hellste Ton. Und es ist einfach so krass pigmentiert. Ich liebe es. Oh mein Gott. Also nicht angesprüht. Mega. So, meine Lieben, und das wäre jetzt der erste Make-up-Look mit der Palette. Ich finde, den kann man super tagsüber tragen. Er ist nicht zu krass und nicht zu intensiv. Wenn euch die Farben natürlich trotzdem ein bisschen zu dunkel sind, kann man das noch ein bisschen mehr aussoften mit dem Verblenden oder man nimmt halt einfach ein bisschen andere Töne. Aber ich finde, man kann es super tagsüber tragen, mache ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz oft. Auf jeden Fall gefällt mir der Look sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem zweiten Look. Der wird jetzt ein bisschen intensiver. Bisschen ist gut. Und hier starte ich auch wieder mit einer Farbe für meine Lidfalte. Dafür benutze ich heute die Farbe Scone. Dann nehme ich mir hier die Farbe Lovely und diese gebe ich mir auch direkt in die Crease und auch so minimal über die Crease, damit die Farben schön ineinander überlaufen. Und das Ganze schichte ich einfach noch ein bisschen, um es noch ein bisschen dunkler zu machen und noch ein bisschen intensiver.
Ich verblende das zwischendurch immer wieder hier mit der ersten Farbe. Für mein bewegliches Lid werde ich jetzt die Farbe London nehmen. Das ist dieser wunderschöne Blauton hier. Der ist auf jeden Fall so unglaublich weich und er sieht so hammer gut aus. Den werde ich mir wirklich pur einfach so hier aufs Lid geben, weil er unfassbar gut haftet, wie ihr sehen könnt. Also genau so müssen für mich metallische Töne sein. Man gibt es auf und schaut euch mal diese Farbabgabe an. Oh mein Gott. Um das Ganze ein bisschen sanfter erst zu verblenden, werde ich die Farbe Crumpet nehmen und wirklich hier nur ganz gezielt verblenden. Bis hier nach vorne. Und da passe ich auf, dass ich wirklich nicht zu weit nach oben gehe. Und dann nehme ich mir noch die Farbe Posh und verdunkle hier meinen äußeren Augenwinkel noch. Das Ganze verblende ich jetzt hier ganz leicht. Und hier geht so ein bisschen die Intensität verloren. Aber ich gehe jetzt einfach nochmal zurück in die Farbe Posh und intensiviere das hier außen einfach nochmal ein bisschen. Meinen äußeren Augenwinkel verdunkle ich hier weiter mit der Farbe Posh. Ja, ich verblende die Kanten hier noch ein bisschen mit der Farbe Lovely. Ja, für den unteren Wimpernkranz werde ich auch die Farbe London nehmen, damit es schön symmetrisch ist. Und die werde ich jetzt vorher ein bisschen ansprühen, damit ich nicht ganz so viel Fallout habe. Dadurch klebt es ein bisschen besser. Und mit diesem ganz schwarzen Lidschatten werde ich hier außen noch ein klein wenig verdunkeln. Aber ungefähr nur so bis zum ersten Drittel. Ja, das hätten wir jetzt soweit. Ich ziehe mir jetzt noch einen Wing, klebe mir ein paar Lashes auf, mache den Rest von meinem Gesicht fertig, damit das Ganze vollständig wird. Und dann zeige ich euch gleich den fertigen Look. So, der Rest wäre jetzt auch drauf und mir fehlt jetzt noch der Highlight im Innenwinkel. Ich habe das total vergessen. Deswegen werde ich mir hier aus der Palette die Farbe Palace nehmen und mir hier direkt in den Augen Innenwinkel geben. Wow, seht euch die Pigmentierung an. Wow. Ich liebe es. So, meine Lieben, und das wäre jetzt auch der fertige zweite Make-up-Look. Ich persönlich liebe diesen Look. Ich stehe ja total auf diese krassen, auffälligen Looks. Ja, ich liebe diesen dunkelblauen Lidschatten. Das ist einfach so der Hammer. Das ist so gut pigmentiert und auch der Innenwinkel ist einfach Bombe. Ja, abschließend kann ich zu dieser Love in London Palette nur sagen, dass ich sie wirklich auch abgöttisch toll finde. Ich habe bis jetzt noch keine BH Cosmetics Palette gehabt, die mich enttäuscht hätte. Aber ich muss sagen, die Qualität in dieser Palette ist wirklich besonders gut. Einfach weil, ja, die matten Töne lassen sich wundervoll verblenden. Alles lässt sich schön auftragen. Es ist teilweise auch wirklich gut pigmentiert. Und diese metallischen Töne sind der absolute Wahnsinn. Ihr habt ja gesehen, ich kann es mit dem Finger einfach pur hier auftragen, ohne irgendwas anzufeuchten, ohne irgendeine Base. Und es sieht richtig intensiv aus. Und also, es ist einfach der Hammer. Ja, meine Lieben, das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesmal auch zwei Looks zu sehen, eben einen Alltagslook und einen auffälligen Look. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich das öfter machen soll. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf eure Meinung. Welcher Look hat euch besser gefallen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ja, mir hat's wieder mal wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr schaltet natürlich beim nächsten Video auch wieder rein. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr schöne Zeit. Bis bald!